Was tue ich da oben? Unterrichtet. Wen unterrichte ich? Mittelmäßig erschöpft. Ja, lass erstmal beten. Lass mal beten gehen. Level up. Okay. Was macht Indy da oben? In der Pampa. Es wurde abgeerntet. Wir haben Hopfen. Wir haben ordentlich Hopfen. Ich würde hier noch ein Hopfenfeld hinsetzen wollen. Ist jetzt nicht so Bombe, ne? Aber ich denke, da haben wir es ganz gut ausgenutzt, alles. So. Elbe. Auch ein Tenaya. Ja, wozu? Eine Hochzeit wäre schon nice, aber wir sind halt noch nicht so. So offen. Wo, oh, was? Sternstrom. Zu verheiraten. Banditen. Der Machthaber von Kristalline ist verstorben. Von wo? Von Kristalline? Okay, das kenne ich nicht. Doch, hier oben. Was ist das hier oben? Sternstrom, Kriegsfolgen. Sternstrom hatte Krieg. Als Konsequenz des Krieges in der Nachbarprovinz von Sternstrom hat sich die Zuwanderung aus dieser Provinz erhöht. Die Flüchtlinge sind Angehörige der Warenkultur. Okay, das ist ja okay. Der legt Karawane, verkauft Holz, eine Ressource. Okay. Aber wir handeln immer noch in die Richtung, ne? Handelsabkommen geschlossen. Hey, das passiert auch jeden Abend. Okay. Niedergang eines Adelsgeschlechts Kristallien. Infolge einer Reihe tragischer Ereignisse und Todesfällen ist die Geschichte des Hauses Kristallien hier und heute zu Ende. Die Siedlung ihrer Ahnen ist nur noch eine Ruine. Ihre Einwohner haben sich zerstreut. Oder ist das hier drüben? Nee. Die heilige Karawane ist in der Stadt eingetroffen. Okay. Ist das Dark? Da ist es Dark. Dark läuft jetzt nach Funkenheim. Oh. Okay. Alles klar. Blub, dann musst du das jetzt mal machen. Wir sind beschäftigt. Wo ist Blub eigentlich gerade? Da unten. Hi. Also. Ja gut, er ist nicht so gut in Handeln, ne? Oder ich warte, komm. Es dauert ja nicht die ganze Nacht. Denke ich. Dann stecke ich Blub dahin und Blub soll handeln. Erik soll handeln, meine ich. Okay. Gemeinschaft. Okay. 0%, genau, jetzt kriegt man nämlich hier kein Mali. Dann hauen wir hier mal ordentlich was raus. Dann kriegt man nämlich ein bisschen Kohle. Holz würde ich jetzt nicht verkaufen. Wir können hier noch ein bisschen. Wir können hier mal. Na, machen wir es so. Hopfen würde ich jetzt so auch nicht verkaufen. Das verkaufe ich auch nicht. Lebensmittel verkaufe ich so allgemein nicht, oder? Wobei, ich kann hier ein bisschen was. Ich würde gerne ein paar Ringe kaufen. Dass wir wieder ein paar Ringe haben. Sehr schön. So, wie geht's denn dir so? Ruhe. Dann trink ein Bier. Okay. Brauch Nahrung. Ich werde vernachlässigt. Was tue ich gar... Was? Bedrohen, bestrafen, unterrichten. Das stimmt doch überhaupt nicht.
In 13 Stunden wiederholen. Achso, weil sie gerade Sex hatten. Okay. Stimmt doch überhaupt nicht. So, Dark ist nicht da. Dark kümmert sich gerade um sich selber. Widmet sich Tagträumen. Hat er so nichts zu tun? Hast du nichts zu tun, Blob? Warte mal, nee, da wollte ich nicht hin. Hm, hier wollte ich hin. Dann lernt Blob jetzt auch mal Hopfen und Bier. Dass er das auch kann. So für den Notfall. Jetzt haben wir ein bisschen Geld wieder gemacht. 4 sind arbeitslos. Aber haben alle noch eine Wohnung, ne? Okay. Ja, die könnten dann, hier können welche drin arbeiten. Das hier unten wird ja auch noch erweitert. Und das wird noch gebaut. Ja, das passt. Das ist natürlich erst am nächsten Tag dann alles. Oh, Dark hat sich auch herabgelassen, mit einem Mitglied des Bauernstandes ins Bett zu steigen. Welch eine Schmach, welch eine Schande. Ja, wir bräuchten halt einen richtigen Tempel dann langsam mal. Hier unten irgendwie einen richtigen Tempel hinsetzen. Oder hier oben. Dark hat seine Aufgabe abgeschlossen. Jagd. Und kann ich jetzt irgendwie auch was sehen? Also. Ja, der Stadtfunk-Erfolg ist abgeschlossen. Ne, Aufgaben bereit. Ja, gut, das bringt halt nichts. Erik muss hier hin, ne? Moment. Greifen die gerade an? Liegen die im Krieg miteinander? Wird Sternstrom von Funkenheim angegriffen? Das ist aber richtig scheiße. Wir brauchen eine Armee. Vielleicht können wir dann... Scheiße, ich will aber echt keine Armee. Ich will dann erstmal eigentlich... Das ärgert mich gerade. Aber das sieht halt alles sehr kritisch gerade aus. Die Sache ist, wir haben halt auch mit ihm hier ein Handel. Wenn wir mit ihm noch ein Handelsabkommen kriegen würden, wäre es schon ganz nice. 500 Zeilen. Ne? Ich hätte halt gerne noch mehr Handelsdinger, ne? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein Rübenfeld wegmache. Wir haben halt echt fucking viele Rüben. Von Schnaps und Fleisch benötigt. Okay, das heißt, später brauchen wir dann auch noch auf Feldern wie Schweinefeld und sowas. Brauchen wir das halt auch noch. Ja, nee, dann lasse ich das mal. Sehr viele Ringe, freut er sich. Sehr viele Ringe, freut sie sich auch. Geringe Einsamkeit. Frömmigkeit, dann geh du jetzt beten. Dann nicht durchführen. Aber ich noch schlafe. Schöpfung. Okay. Erik ist schon wieder am Beten. Für sich alleine. So, haben wir das unten jetzt? Sollen die jetzt mal fertig bauen hier bitte? Wir haben kein Holz. Doch, wir haben doch Holz. Hier war wer verletzt? Wer war hier verletzt? Ich habe das Verletzungssymbol gesehen. Es regnet, es regnet. Na 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 na. Na 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 na. Neues Wissenssymbol an Mine. Oh. Erik hat das fertig mit der Mine. Jetzt könnten wir halt auch selber
können wir da halt auch noch ein paar Leute reinschicken, ne? Oh, ne Idee. Bauen die das jetzt? Ja, die sind am Bauen, okay. Macht hin, Freunde. Kein Bock auf Wackerbunden. Jawohl. So, jetzt kann ja noch ein Dritter hin. Genau, bauen wir erstmal das hier oben, dass wir quasi jetzt noch Bier produzieren können. Weil ich glaube, wenn wir Bier produzieren, dann kriegen wir auch wesentlich mehr Geld. Weil Bier ist halt wesentlich teurer als Schnaps zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ist dann ein bisschen angenehmer. Eigenschaft? Fanatiker. Diese Personen sind in erster Linie Mutter Sophia ergeben. Jeder kann sie zu einem Fanatiker werden. Ne? Na, Mahlzeit. Hatten wir erst Zeit zusammen verbracht, okay. Und überlegt ihr? Wir kennen Holz oder was? Doch. Da kommt auch Holz. Baut, Freunde, baut. Wo sind jetzt die Leute hin? Ich hatte gerade noch drei über. Sind die gegangen? Der Ackerboden wird demnächst erschöpft sein. Demnächst nicht mehr fruchtbar sein. Bauer haben Anzeichen für den Verlust der Bodenfruchtbarkeit auf den Feldern erkannt, weshalb diese schon nach wenigen Tagen wieder gepflügt werden müssen. Dieses wird auf dem Feld verbrannt, um den Boden wieder fruchtbar zu machen. Okay. Okay, gut zu wissen. Okay, die müssen halt wieder Zeit zusammen verbringen. Das ist wichtig. In die gelobt. Ich lobe ja mein Kind, natürlich tue ich das. Lager ist zurückgekehrt. Jetzt geht's bestimmt wieder, oder? Ist die Stunde jetzt um? Wow. Also noch nicht ganz. Okay. Halt, 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 halt. Doch hier arbeitet einer drin. Aber hier würde ich sagen, Produktion. Hier machen wir jetzt mal so schöne, knackige 100 Bier. Produzieren wir da. Das würde ich dann auch demnächst upgraden schon. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Holzvorrat, weil wenn das mit den Feldern jetzt passiert... Ich weiß nicht, wie viel Holz wir brauchen. Ich hoffe nicht zu viel. Kann ich das zumachen eigentlich? Kann ich nicht. Ah, ich kann... okay. Ja, ich würde halt schon gerne auch versuchen, irgendwie ein eigenes kleines Militär aufzubauen. Wäre halt schon nice. Ich erforsche gerade noch den Tempel. Übungsplatz, das würde ich sagen, Land Dark. Mine. Okay. Erik geht's gut. Da würde ich sagen, wir warten noch, bis Erik und ich quasi nochmal in die Kiste gegangen sind. Und dann würde ich Erik zu dem anderen Dude hinschicken. Gebäudeeffizienz, Simulation von Gebäuden kann nicht durch Lords, sondern auch anderweitig gesteigert werden. Okay. Aufwerten, Workplace. Ja, also die Distanzen verringern und so. Ja, ja, schon klar. Ja, warte mal, okay, dann lasse ich das hier oben ganz kurz mal weg. Warum stehst du da so bedeppert?
Okay. Ich unterrichte immer noch Indy. Hinter dem Haus. Warum? Weird. Wünscht sich Nervenkitzel. Ja, Frömmigkeit wäre halt gut. Ach so, muss ich das... Kann ich das nicht einfach sagen, wer wo was produziert? Das ist aber doof. Betrieb dieses Gebäude produziert eingeräumt wird. Der Lordverwalter, keine Anweisung. Ja, würde ich schon sagen, dass es hier so ein bisschen Priorität gibt. Ja, warte mal. Dann würde ich bei der Produktion sagen, hier nur 100... Das war das so ein bisschen ausgeglichen haben. Oder wir machen Schnaps erstmal gänzlich weg und gehen komplett auf Bier. Dann gehen wir jetzt mal komplett auf Bier. Ich meine, die haben ja genug für Bier. Welches Bote ist in die Provinz zurückgekehrt? Wo warst du? Ah, der war wahrscheinlich hier und der andere ist gerade hier hingegangen. Lord aufbruchsbereit. Gerüchten zufolge plant Lord sein Adelshaus hinter sich zu lassen und erwartet Einladungen von anderen Königen. Du kannst einschreiten und ihm anbieten, sich deinem Adelshaus anzuschließen. Dies wird die Beziehung zum aktuellen König jedoch verschlechtern. Na, muss nicht sein. Trupp. Die beiden verbringen jetzt erstmal Zeit. Wir warten da mal noch und dann würde ich den dorthin schicken und gucken, ob wir da vielleicht noch ein Bündnis aushandeln können, ein Handelsbündnis. Ich will halt nur exportieren, ich habe kein Interesse an Import eigentlich. Wünscht sich Nervenkitzel, ja, die müssen mal irgendwie ein bisschen zocken. Ich könnte natürlich auch Bücher kaufen, die die Effizienz von so Sachen verbessern. Was auch nicht schlecht wäre. Es kommen nochmal 4 Zuwanderer. Habe ich denn genug Wohnraum? Ja, müsste genau aufgehen. Danach brauche ich dann wieder ein neues... Oh Gott. Ach, das wird lustig. Wie alt ist, wie ich jetzt in diesem Indie, ist immer noch Kleinkind. Sind wir 2 Jahre vergangen? Okay. Wir produzieren gerade richtig gut. Das sieht alles sehr nice aus. Ja, Kräuter fehlen halt noch so ein bisschen, ne? Kräuter sind noch ein bisschen das Problem. Gut, jetzt haben wir schon überall 3 Holzfäller. Ich denke, das geht gut. Friedliebender König, bevorstehendes Rendezvous. Wenn die liebende Familie deine Siedlung für groß genug erachtet, kann sie einen Bischof... Wir haben... Da kommt ein Bischof! Stopp! Mit der Aktion Schaltfläche... Wer ist eigentlich liebende Familie? Die oberste religiöse, wirtschaftliche und militärische Organisation der Welt. Sie untersteht der Matriarchin, ihrer spirituellen Anführerin, und dem strengen Vater, der militärische Anführer der Inquisition. Sie hat ihren Sitz in der uneinnehmbaren steinernen Festung, die unter dem Namen Stein des Glaubens bekannt ist. Nur die liebende Familie kann Goldmünzen und heilige Ringe produzieren. Das ist da, wo wir den Traum hatten. Die ist eigentlich komplett... Das ist komplett Verarsche und Verrat. Mit der Aktion Schaltfläche der Personenmenüs können deine Lords dem Bischof die Beichte ablegen, um sich von ihren Sünden... Da müsste Blub mal hin... zu befreien oder andere religiöse Aktionen durchführen. Der Bischof kann einen religiösen Aufstand provozieren, wenn er mit einem deiner Lords in Konflikt steht. Achte also darauf, dass du seinen Vorstellungen entsprichst. Die Matriarchin legt großen Wert auf die Meinung des Bischofs über deinen König. Wenn der Bischof auf unnatürliche Weise zu Tode kommt, wirst du bestraft. Oh, scheiße.
Ingmar. Okay, ist ein Tanaya. Gut, damit kommen wir klar. Obdachlosigkeit. Der braucht ein Haus. Der ist jetzt quasi für uns hier zuständig und der bleibt jetzt bei uns. Oder wie verstehe ich das? Ja gut, ich habe gerade kein Haus für dich. Du kriegst gerade kein Haus, Junge. Geht nicht. Geht Bier trinken. Okay. Gut, was, wenn der mit irgendwelchen Bäuerinnen da ins Bett steigt, ist mir egal. Das juckt mich ja nicht. Okay, das ist aber ein bisschen interesting. Jetzt kommt hier ein Bischof mit der Heiligen Karawane. Der Bischof bleibt bei uns anscheinend. Wenn ich das richtig verstehe, dann ein lila Name. Der scheint auch zu bleiben. Ha, weiß ich nicht. Oh. Alles klar. Danach können wir Erik das hochschicken. Obwohl das halt echt weit weg ist, ne? Aber wir brauchen scheinbar nicht zu trinken mehr. Wir brauchen halt bessere Beziehungen. Je mehr Handelsbeziehungen wir haben, umso besser. Da haben wir überall so einen Fuß natürlich. Da kann man sagen, ja komm, wir handeln ja auch schon lange miteinander und so. Da hat man so diesen Aufhänger so ein bisschen. Die Karte ist eigentlich noch recht groß. Wenn ich hier unten geht es auch noch übelst weit, ne? Die kenne ich halt alle gar nicht. Aber das ist ein Kind. Ich bin wieder schwanger. Das ist echt nice. Mir ist wieder schlecht, das heißt, ich kotze jetzt wieder überall hin. Ja gut, geh erstmal kurz pennen. Dann schläfst du ein bisschen und dann später schicken wir dich los. Okay, das ist sehr schön. Zuwanderung. Die Zahl der täglichen eintreffenden neuen Bauern hängt von der durchschnittlichen Laune der Bewohner in deiner Stadt ab. Okay, also Alkohol war... Warte mal. Stopp. Die kulturelle... Ne? Du kannst die Zuwanderung direkt reduzieren, indem du gerade negative Gerüchte streust und indirekt reduzierst, in den Laune der Bevölkerung senkst, etwa indem du die Bauern Zugang zum Alkohol einschränkst. Nö, will ich gar nicht. Ich würde gerne mal mit dem Bischof reden. Zeit verbringen. Töten. Ich würde, glaube ich, gerne Zeit mit dem... Ich würde mal mit dem Bischof quatschen wollen. Erik schläft gerade, der muss dann auch los. Oh, die labern gerade. Eingetroffen. Freie Lord, nein. Und zu dem Händler schicken wir mal... Wie ausgeschlafen ist Erik? Ist der ein bisschen gepennt? Oh, der pennt halt gerade gar nicht, ne? So richtig. Ach, komm. Der muss ja noch weit laufen, ne? Wir schicken ihn mal dahin. Ich kümmere mich gerade ein bisschen um den Dude hier, um den Bischof. Quatsch ein bisschen mit denen. Zeig denen ein bisschen die Stadt. Okay. Ich würde halt gerne auch mal ein paar Waffen oder sowas kaufen, aber ich habe nicht genug Geld, denke ich mal, dafür. So. Erstmal würde ich hier ein bisschen was davon verkaufen. Davon lasse ich die Finger. Essen lasse ich auch die Finger von. Das Schwert wäre nice. Speer. Dolche. Die einfachste Schnittwaffe kostet nicht so viel, ne? Ich würde auch Papier ein bisschen was... 28 pro Papier? Boah, 28 pro Papier ist ein bisschen... Also wenn es so weitergeht, könnte man vielleicht sogar über eine Hochzeit für Dark oder Blub nachdenken. Voller Energie, Nestle, fanatisch religiös. Ach, obviously. Geringe Einsamkeit. Widerlicher Schnaps. Ja, die wollen halt Bier. Die wollen keinen Schnaps, die wollen Bier. So, dann würde ich sagen, Weltkarte. Wir schicken mal Erik hierhin. Um mit dem Typen Zeit zu verbringen, nach Funkenheim. Funkenheim ist halt jetzt hier eine riesige Allianz. Aus drei was. Mit einem davon haben wir schon. Und wenn wir mit dem Hauptträger davon
auch noch in gute Beziehungen kommen, wäre das schon nicht verkehrt. Kräuterkundler. Mine. Hopfenfeld. Genau, Blub macht das auch noch. Schafott würde ich Erik noch machen lassen. Geschmort, darüber könnt ihr eigentlich... Ist momentan keine Lots für diese Aufgabe verfügbar. Achso, weil die alle schon was haben. Na, okay. So, es ist Nacht. Let's go. Wir kriegen auch noch gut Geld. Weil die Leute von der Heiligen Karawane jetzt bei uns natürlich einkaufen und essen und alles. Und dann bräuchte ich halt noch, ich bräuchte ja noch zwei Häuser jetzt. Einmal für den Bischof eins und dann, ich habe schon wieder hingekotzt. Und dann halt dementsprechend für die Frau noch eins, wenn hier jemand, ne? Ah, shit. Ich würde aber gerne erstmal das Holz sparen, weil die halt irgendwas sagten mit schwierig und wir müssen da gleich Dingens, Kirschens. Erik ist auf Reise. Wirtschaftsbericht. Sieht gut aus. Dark macht das Übungsgelände. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht auch in militärische Richtung gehen. Wenigstens so eine kleine nächtliche Patrouille haben oder so. Wir haben nur noch 5 Arbeitslose. Das wäre halt schon nice, ne? Ich würde das hier auch gerne noch aufwerten. Sollte ich noch einen Holzfäller bauen? Ich will doch nicht das ganze Ding hier roden. Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, in welcher Zeitspanne das nachspawnt. Die Karawane geht. Ich würde gerne Sklaven und so kaufen und die befreien. Das wäre auch nice. Aber ein Bett haben die alle, ne? Ja. Ich überlege, ob ich vielleicht die Mine nochmal machen soll. Also hat 50, ne? Blub hat sich beliebt bei Brendan beliebt gemacht. Wer ist Brendan? Ach, das ist der Typ. Ja, der Bischof schläft. Alles klar. So schätze ich ihn ein. Ja, der muss unbedingt mit Erik reden. Der muss ja unseren König mögen. Das wäre sehr wichtig. Ich stehe aber, also ich bin ganz gut mit ihm anscheinend. Was? Gefühle für aktuellen Partner? Hat er minus 13. Hat. Hey, wie kommt er da drauf? Dark? Wo ist jetzt Erik? Wieso ist Erik nicht mehr mit hier? Da. Okay. Vernachlässigt mich. Ja, das kann Erik dann machen, wenn er wiederkommt. Guck mal. Das sieht doch gut aus. Das ist schon nice. Wenn wir da noch was dazu kriegen, nochmal Rüben zu exportieren, fände ich gut. Wir können ja auch sagen, dass wir vielleicht Schnaps, keine Ahnung, 50 oder so machen. Dass einfach so 50 Schnaps irgendwie da ist, zur Not. Oder machen wir so 25, dass so ein bisschen Schnaps da ist. Aber ich kann nur verticken dann immer, ne, an die Karawane. Guck mal, 50. Hab's auch ein bisschen Schnaps ist da zum Verticken. Wer ist das hier? Odila. Ich warte nur drauf, dass hier das erste uneheliche Kind geboren wird. Ich warte nur drauf. Okay, wir pennen alle. Erik ist on the way. Erik ist hier. Oder er kommt erst früh an. Ich wollte was zu trinken holen, ey. Der kommt echt erst an, wenn es früh ist. Hä, wo geht er denn hin? Du sollst hier hingehen. Oder ist er gar nicht hier? Hä? Wieso ist Erik da hingegangen? Oder ist der König hier? Oh, der ist gerade hier, der König. Deswegen, der ist hier.
Der ist gerade hier zu Besuch und darum bin ich mit dir hingegangen, weil ich mit ihm, Erik will mit ihm Kontakte knüpfen. Greift gerade Funkenheim die ganze Ecke hier drüben an? Macht er nicht wirklich, oder? Alter, Funkenheim ist aber richtig am Eskalieren. Holy shit. Zack. Und geblockt. Zusammen Zeit verbringen. Gute Beziehung. Ja, guck mal, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich würde das vielleicht sogar gleich nochmal machen. Das, wenn wir schon mal hier sind, dann nochmal eine Runde. Und dann kommt er zurück. Vielleicht kommen wir auf 25. Dann können wir Blub hinschicken, der das besiegelt. Mal gucken. Ne, dass das irgendwann ausläuft, ne? Was läuft ja? 53. 42. Guck mal, das sieht doch schon ganz nice aus. Die hier arbeitenden Beamten können in Vertretung von Lords mit der Verwaltung von Gebäuden... Das wäre super für Blub. Wenn er sowas, mehr so eine Kanzlei bekäme. Sünde. Manche Aktionen, etwa beleidigen einer anderen Person, Untreue gegenüber dem Partner oder Prügeleien mit anderen gelten als sündhaft. Hat sich wer geprügelt? Das kommt doch meistens nur, wenn irgendwas gerade passiert. Hat sich gerade jemand geprügelt? Die brauchen einen Verwalter. Das macht natürlich Blub. Stellen Mehl her. Okay. Die fällen Bäume. Das ist auch Stufe 3. Genau, das hat jetzt auch 3 Leute drin. Das da unten auch. Wir kriegen Holz. Dann können wir hier nochmal 2 Häuser bauen oder so. 2 Adelshäuser. Tempel würde ich vielleicht hier... Das würde ich so alles in die Adelsecke packen. Weil da würde ich dann vielleicht auch so Patrouillen und so einbauen. Laune. Provinz in den letzten 4 Stunden verlassen? Keiner. Sehr gut. Durchschnittlich Vermögen 3. Na, wenn Erik zurück ist, muss Erik erstmal unbedingt mit dem Typen reden. Nicht abgeschlossen. Weil er jetzt wieder am Zurückreisen ist, oder was? Und er ist schwer verletzt. Grausamer Witz. Frömmigkeit, Launen... Oh. Scheiße. Nicht so gut. Ja, Beziehung 9. Ja gut, komm erstmal zurück, würde ich sagen. Komm erstmal direkt zurück. Bischof, Fleisch, Heidung. Nein! Was geht jetzt ab? Unterricht. Ja gut, das ist halt, ne? Die sind halt nicht da. Es geht erst, wenn er hier ist, okay. Halt. Matriarche, neue Prophezeiung. Eine der seltsamen Sekten, die daran glauben, der Konsum von Nektar würde sie der heiligen Sophia näher bringen, beschließt den Umzug in deine Stadt, nachdem sie von ihrem bisherigen Aufenthaltsort vertrieben wurde. 5 Tage lang treffen zusätzlich täglich 3 nektarabhängige Fanatiker in deiner Stadt ein. Darüber hinaus gehören sie allesamt der Kaidenkultur. Oh, scheiße! Das ist nicht gut. Houston, we have a big problem. Ich muss ganz dringend erstmal speichern. Oh, das wird ganz böse enden. Oh, wird das ganz böse enden. Oh, wird das nicht gut enden. Oh, das wird ganz katastrophal enden. Scheiße. Die Kaiden sind bei meinem Volk verhasst. Hör von Sklaven. Wo zu einem Vasallen und König Jumir. Von Sternstrom. Moment, Sternstrom? Oh, der hat den eingenommen. Lol. Mit ihr hier würde ich dann gerne versuchen, weil die
Auch dasselbe Spiel, ne? Okay. Ich würde gerne einen Gesandten schicken. Ja, mal gucken, ob wir das nochmal machen können. Meine edelmütige Nachbar. Die Seher meinen, sie hätten in den Wolken Wahnsinnige mit brennenden Kreuzen in der Hand erkannt. Es gibt viele von ihnen. Und Zorn erfüllt ihre Herzen. Herzen mit gütigen, die Matriarchin. Scheißdreck. Ja, das ist jetzt ein Problem, ne? Weil Nektar gibt's bei mir nicht. Das kannst du sowas von vergessen. Dann verpiss dich oder geh. Verpiss dich oder werd nüchtern. Ich überlege gerade, wie wir das am dürfsten machen. Ja, Tempel ist gerade schwierig. Ich überlege, ne? Kaserne wäre vielleicht jetzt so der way to go. Langsam. Ja, die Kaserne hätte ich schon gerne irgendwie hier so, ne? Beim Adel mit. Da ist dann auch das Militär so ringsrum. Ich glaube, das bauen wir mal. Ich glaube, das werde ich einfach mal machen. Gucken, wie das dann funktioniert. Sehnsucht nach Freundschaft. Sehnsucht nach Fleisch, okay? Sehnsucht erfüllt. Was war denn meine Sehnsucht? Was war meine Sehnsucht? Der Selbstverwirklichung. Okay. Und Erik ist gleich wieder da. Gebäudezerstörung. Gebäude können mit der Zeit verfallen. Oh, shit. Heißt das jetzt, hier ist irgendein Ausrufezeichen drüber? Felder werden regelmäßig abgeerntet und müssen gedüngt werden. Das hier oben. Okay. Ja, das ist ja gut zu wissen. Das heißt, das wird dann auch bald kommen. Wahrscheinlich. Die bauen erstmal das hier und dann machen die das. Befehl ausgeführt, Produktion 100 Bier. Aber das war ja kein einmaliger, das war ja immer wieder, ne? Genau. Wir haben jetzt 61, also produzieren mehr. Ihr könnt nochmal zwei hier machen. Die hier so ein bisschen aufpassen. Am Tenra. Komplett random. Von der Windspitze. Unterwegs zum Würfelspiel. Wer ist er? Hä? Warte, du kommst. Warte. Du kommst von der Windspitze. Von hier. Am Tenra. Hier. Wer bist du? Diese Person ist momentan Gast in der Stadt Sternlicht. Sie wird vermutlich in 2 Tagen zurückkehren. Ich würde gern wissen, wer. Also. Gott, das habe ich ja ewig nicht gehört. Bex, hi, danke für deine Bits. Gott, das habe ich ja ewig nicht gehört. FBI, open up, oh Gott. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Okay, was ist er in Windspitze? Wie wichtig ist er? Lutt ist noch ein Kind? Ist noch ein Kind? Er gehört nicht zum direkten Haus. Kann es sein, dass er eingeheiratet hat? Okay, der will würfeln. Okay. Ist okay, kann er gerne haben. No problem. Bitte würfel gegen mich, ich kann das.
Ja, widerlicher Schnaps. Ja, Schnaps ist halt nicht so geil, ne? Ich glaube, wir können das, die Schnapsproduktion echt auf 25 runterfahren oder so. Nochmal so 30 hier. Hauptsache Bier ist da. Bier muss da sein. Da können wir auch gerne mal noch höher gehen eigentlich mit der Produktion. Mach 150. Nice. Hoch die Hände, Wochenende, meinst du? Ist Erik denn jetzt schon wieder da? Ja, Erik ist gerade wieder gekommen. Wer bist du? Arbeitslos. Okay, die geht was essen. Zeit verbringen. So. Gar kein Interesse dran, mit dem Bischof Zeit zu verbringen. Ja gut, weil er einen unheiligen Witz gemacht hat. Das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile, bis die sich wieder riechen können. Okay, schwierig. Ganz schwierig. Ja, es speichert automatisch. I know. Blubbert ihm gerade. Blubbert ihm gerade drei Ringe abgenommen. Oh, schön. Was gibt es denn gerade so? Höre einen freien Lord an, errichte eine Mine. Dark, für den Lord wird es Zeit zu heiraten. Ja, ich weiß schon, dass es für die Zeit wird zu heiraten. Ja, hier haben wir es jetzt auch. So, das ist natürlich wichtig, das erstmal zu reparieren. So, wir haben eine Kaserne. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, Krieger anzuheuern. Von unseren Bauern könnten wir welche anheuern. Unzufriedene Bauern könnten wir hier reintun. Wären es vielleicht ein bisschen zufriedener? I don't know. Was, nicht genügend Arbeiter? Aber es sind doch genug da. Söldner heuer euch nicht an, die sind viel zu teuer. Fanatiker, diese Person kann erst dann zu einem Krieger werden, wenn der Machthaber heilig gesprochen wurde. Ich würde das mal noch nicht machen. Wir warten erstmal noch ein bisschen. Ich hab's wieder hingekotzt. Vagabunden. Nein, ich habe einen Vagabund. Nein. Arbeitslose Bauern können deine Stadt entweder verlassen oder bleiben und sich Verbrechen zuwenden. Vagabunden stehlen Mehl aus Lagerhäusern, rauben Bürger in den Straßen aus und brechen sogar in die Häuser anderer Bauern ein. Nach einigen Tagen können sie zu Handlangern werden. Weil setze Wachen ein, um deine Siedlung zu schützen, baue Schafotte, um Verbrecher zu bestrafen, terrorisiere die Bevölkerung, um deren Furcht in Gehorsam zu verwandeln. Oh shit, wo ist denn wer? Wer ist denn? Wo ist denn? Sehe ich diejenige? Oder denjenigen? Ist die Frage, wo ist die Person, ne? Die holen sich alle ihren Sold ab. Tot? Ruhe in Frieden. Der ist vernarbt. Der ist 28 und ist gestorben. Wie denn das, bitte? Wie ist er gestorben? Was macht er da? Wird verbrannt, alles klar. Hinrichtung, Schandmaske. Hinrichten, blenden, Kerker. Terror, nein. Wir könnten Kaiden unter Terror setzen. Ich hoffe, ich da beginne damit, Angehörige der Kaidenkultur zum Schafott zu zerren und sie zu bestrafen. Weil sie, einfach weil sie Kaiden sind. Was, ist schon ein bisschen böse, ey. Bex hat mit uns Celebration Engel. Nice, Dankeschön. Dankeschön. Und mir ist schlecht. Schleppt mich ehrlich, obwohl mir jetzt kotzübel ist. Zum Beten? Nein, bitte nicht. Die reden über mich. Der Bischof redet mit unserem Sohn über mich.
Junge. Komm mir nicht so. Neues Wissen aus dem Buch erlangt. Bier und Hopfen. Blub hat das jetzt auch drin. Das ist gut. Das ist nice. Okay. Mal gucken. Wenn mein nächstes Kind auch wieder ein Junge ist, Bex, dann bist du da. Dann bist du dabei. Ein Vagabunden in der Stadt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich sehe ihn noch nicht. Hier! Bandit. Holt sich einen Lohn ab. Was für ein Lohn, Junge. Okay, jetzt hätte ich schon gerne... Heilige Karawane ist eingetroffen. Check die Statistik. Jetzt hätte ich schon gerne so ein paar Soldaten, ne? Scheiße. Das ist ja teuer, ey. Ich würde gerne erstmal eine Nachtpatrouille einrichten. Zwar im Idealfall um die Adelshäuser rum. Um die Adelshäuser, ein bisschen wo das Lager ist und so weiter und so fort. Vielleicht könnte man so mal zwei Leute machen oder so. Aber ich bräuchte halt auch den Übungsplatz dringend. Dass die ein bisschen üben können natürlich auch. Jetzt scheint mir die Sonne voll ins Gesicht hier, wartet mal. Kann ich das irgendwie blocken hier? Ah, ich kann es blocken. Das willst du nicht, mich als Kind. Klar, ich habe auch schon Indie als Kind gerade, also ist alles gut. Indie ist auch schon mein Sohn, ich bilde den schon aus. Wie sieht es eigentlich um Indie? Scham wegen Sünde, was hast du gemacht? Du bist ein Kleinkind. Ich schäme mich für meine Sünde vor Mutter. Sophia. Wurde ausgelacht. Was hast du getan? Du bist ein Kleinkind. Warte schon, 7 Intelligenz. Guck mal, Lernen, Kampf ist auch schon hochgegangen. Okay. Er ist ruhig, er ist... Indy ist halt spielsüchtig, weißt du, er kam... Ich hab den geboren und der wollte gleich zocken. Ah, Gott, ey. Ich würde gerne... Wo ist der Händler? Hier ist der Händler. Blub, geh du mal kurz zum Händler, bitte. Ja, die zwei müssen ganz dringend jetzt erstmal reden. So... Ich brauche halt irgendwas, was ich irgendwie verkaufen kann. Ich muss irgendwas zu Geld machen können. Also ein bisschen davon vielleicht. Speere. Effektiver als Dolche und 30% effektiver als Streitkolben. Neunmal effektiver als Dolche und 30% effektiver als... Okay. Schwächer als der Speer. 41. Ich würde mal so 3 Speere kaufen, glaube ich. Dann können wir noch ein bisschen Schnaps verkaufen. Denke ich mal. Ich verkaufe nochmal 10 Bier, komm. Ich produziere ja Bier, ist ja alles tutti. Dann haben wir jetzt nochmal 3 Speere. Dann könnte ich mal 3 Soldaten machen. Wo sind die Slotmaschinen? Das ist das Mittelalter. Sei froh, dass wir Würfelspiele haben. Ich würde was zu trinken holen. Ich... Mach mal ganz kurz Pause. Ich halte mal kurz an.